Heil Deutschland. Sie meinen, ich provoziere mit dieser Überschrift? Nun, Sie haben recht. Aber was tun dann die, die in dunkler Nacht mit dunkler Farbe Hakenkreuze an Königsberger Wände malen? Oder sind es in diesem konkreten Fall keine Königsberger, sondern doch Kaliningrader Wände? Übrigens befindet sich dieses Hakenkreuz unweit des staatlichen TV-Senders Vesti. Keine Ahnung, ob diejenigen, die sich hier betätigt haben, diesen Ort bewusst ausgewählt haben oder einfach nur irgendeine Wand brauchten, um ihre Ideologie der Öffentlichkeit zu präsentieren. Veröffentlicht wurde ein Foto des Kreuzes mit Haken in einem sozialen Netzwerk durch eine Frau, die sich direkt an den Kaliningrader Bürgermeister wandte und fragte, ob es möglich wäre, diese Haken mit Kreuz zu beseitigen. Woraufhin der Bürgermeister, auch im sozialen Netzwerk, antwortete: Information erhalten, werden Maßnahmen einleiten. Nun dachte wohl der russische Sicherheitsdienst FSB im vergangenen Jahr, als er einige Personen der Extremistenorganisation BARS, baltischer Vortrupp für den russischen Widerstand, verhaftete, dass man die in der Kaliningrader Gesellschaft vorhandenen Schmierfinken gefasst habe. Es gibt Videoaufzeichnungen. Aber anscheinend gibt es Nachfolger. Tja, die Germanienliebhaber, die Liebhaber des Großdeutschen Reiches, Hitlers Nationen, sterben eben nicht aus im ostpreußischen Königsberg. Oder ist es in diesem Fall dann doch Kaliningrad? In Russland ist die Darstellung von faschistischen Symbolen, egal welcher Art und in welcher Form, strafrechtlich verboten.